mal eine Frage. Ich komme aus Paderborn und habe mich dort eingeschrieben und wollte mal mich mal angucken, weil ich nach einer Wohnung suche. Ja, nehme ich dich mal mit. So, auf geht's. Fahren wir mal nach Spanei. Da, ein zentraler Punkt des Ortes, ne, die heimliche Zentrale, der Markantmarkt. Und hier im Markantmarkt ist natürlich auch Gürkenbacken. Ja. Hallo. Ja, danke schön. Ja, Luisa, hier sind wir bei der Grundschule Spanei. Ja. Turnhalle, Hot, hinterm Baum, können wir gleich aber noch mal gucken. Ja. Und das ist hier unser Ortsspielplatz, der wurde mal bewertet als schönster Spielplatz Nordrhein-Westfalens. Hier befinden wir uns beim Altenpflegeheim, steht dran geschrieben Füllenhof. Der war früher ein Bauernhof und die haben das umgebaut zum Pflegeheim. Und dieses Pflegeheim hat einen sehr guten Ruf. Wir haben ja auch ein Industriegebiet mit Handwerkern, mit Halbindustrieunternehmen und wie auch immer. Suchen natürlich auch immer Leute. Und so Spanei und Buke ist schon eigentlich so das, der Mittelpunkt der Erde. Und wir würden uns schon freuen, wenn du hier zu uns kommst, beziehungsweise mit deinem Freund zu uns kommst. Wir suchen nicht nur Handwerker, wir suchen auch Personal im Büro, wir suchen auch Leute, die außen zu uns tätig sind. Das ist schon eine Geschichte, wo man irgendwo Zukunft sieht, wo wir auch hier in diesem kleinen Örtchen hier, was klein und schönes Buke Spanei Altenbeken, da haben wir schon was zu bieten. Baufachmarkt Lücking. Dieses Büchsenmacherhandwerk ist eigentlich nur ein uraltes Handwerk und wir produzieren, also wir reparieren, produzieren und machen Sonderanfertigungen. Wir sind im Jahr 2000 ausgesiedelt, aus fast beengter Hoflage im Ort, neben der Tankstelle. Und da haben wir uns entschlossen, jeden Betrieb aufzubauen und auch weiterzuführen. Hier ist jetzt der Reitverein von Spanei. Ja, hier ist der Reitverein von Spanei und das ist ein riesen Reitverein. Ist das für dich auch was? Ja. Hier ist am dritten Tag, morgens um 8 Uhr, ist hier schon die Feldmesse. Und da glaubt man ja gar nicht, dass 250 Schützen hier aufkreuzen und plus Musik. Hallo Sabrina, die junge Dame, die sucht ein schönes, gemütliches Zimmer hier in Spanei. Ein schönes, gemütliches Zimmer, das hätten wir noch frei. Das wäre ja super, ne? Ja. So, Luisa, ich muss mal wieder wissen, was tun. Ich denke, du kommst wieder gut nach Paderborn. Ja, definitiv. Ja, das ist schön. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen überzeugt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die schöne Rundfahrt. Ich habe viel gesehen. Gerne. Und denk, Spanei ist das Herz der Welt. Ja, auf jeden Fall. Tschüss, mach's Dankeschön. Gut. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
Ne?